Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal anschauen, was die besten Berufe fürs Gold machen in Battle for Azeroth sind. Und dazu habe ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen rumprobiert auf verschiedenen Servern, um einfach so ein bisschen zu schauen, okay, was funktioniert nicht, wo kann man ein bisschen Gold rausmachen und vor allem, welcher Beruf lohnt sich, welcher Beruf lohnt sich nicht. Und hier ist gleich am Anfang mal so ein kleiner Disclaimer. Ich weiß, bei jedem sind auf dem Server quasi ein bisschen die Preise unterschiedlich. Manche Sachen verkaufen sich besser, manche verkaufen sich weniger. Und dementsprechend ist das hier auch nur als Anhaltspunkt zu werten und vielleicht nicht unbedingt auf eurem Server auch hundertprozentig zum Anwenden. Wie gesagt, ich habe auf verschiedenen Servern jetzt geguckt und das, was ich an Erfahrungswerte rausgebracht habe, will ich euch jetzt mal zeigen. Und da werden wir dementsprechend die Berufe so ranken von was bringt am meisten Gold, was bringt am wenigsten Gold, dass ihr so eine kleine Übersicht dazu habt. Fangen wir mal an. Was denke ich, was am meisten Gold bringt? Und zwar ist es der Beruf des Inschriftenkundlers. Und diesen habe ich mit mehreren Chars, unter anderem hier mit einem Hordenchar. Und was können wir da großartig herstellen? Wir können mal reinschauen. Ich habe hier übrigens ein Addon, das schimpft sich Trade Skill Master. Und mit diesem Trade Skill Master Addon sehen wir ganz schön, wo wir Gewinn und wo wir Verlust machen, indem wir quasi, ja, hier seht ihr, haben wir so Zahlen angezeigt. Wenn die grün sind, ist das der Gewinn. Wenn das quasi so rot ist, sehen wir den Verlust. Und mit Inschriftenkundler können wir verschiedene Sachen herstellen. Und das Schöne ist, es gibt hier Trinkets, die ein 400er Item Level haben. Und dieses 400er Item Level Trinket könnt ihr auch verkaufen. Heißt, diese stelle ich mit meinen ganzen Inschriftenkundenchars her und verticke die auch. Das ist eigentlich so die beste Goldquelle. Wir können jetzt hier auch mal kurz in den Briefkasten gucken. Das ist ein Char, den habe ich vor ja, etwa einer Woche erstellt. Und das sind jetzt so die Einnahmen, die ich innerhalb von der Woche generiert habe. Und ihr seht, das sind jetzt hier 50 Mails von 73. Also Inschriftenkunde geht ganz gut was. Der Char ist jetzt zum Beispiel auf Blackmoor. Das ist ein relativ voller Server. Ne? Da hat man auch ein bisschen mehr Konkurrenz. Deswegen sind die Preise jetzt nicht ganz so hoch. Aber man verkauft halt doch ordentlich was. Zusätzlich habe ich mit dem hier noch Schneider, da werden wir aber später noch drauf eingehen. Heißt, wir können mit Inschriftenkundler zum einen diese Trinkets verkaufen, aber noch wesentlich mehr. Und zwar, was können wir noch verkaufen? Wir können auch zum Beispiel Rollen verkaufen für die verschiedenen Stats, also für Ausdauer, Intelligenz und auch Angriffsstärke. Dann können wir die Umskill-Bücher verkaufen, die gehen tatsächlich relativ gut weg. Dann auch diese Kodexe, wo ein ganzer Raid also umskillen kann. Die sind hier im Minusbereich, die verkaufe ich tatsächlich nicht. Was dann auch noch eine Möglichkeit wäre, diese Verträge. Da braucht man dann aber höhere Ränge und dafür braucht man wieder Ruf. Und wenn ihr das mit einem Twink macht, dann könnt ihr das eigentlich vergessen. Davon lasse ich auch die Finger. Wir reden hier nur über Geschichten, wo man jetzt nicht den Ruf noch hochgrinden muss, weil das wäre wieder ein zusätzlicher Aufwand und den möchte ich ja auch nicht unbedingt angehen. Was ich dann noch zusätzlich verkaufe, sind 370er Schildhände, da ist der Gewinn auch ganz nett. Wichtig, es sieht hier unten aus, ob die Sachen einen Haufen mehr Gewinn haben. Lasst euch nicht täuschen, das sind hier 340er, 300er bzw. noch lowere Items. Die wollt ihr nicht craften, ihr wollt nur das 370er Zeug craften und das quasi ins AHA hauen. Bei dem schon mal der erste Hinweis, für diese 370er Gear wollt ihr natürlich diese Ränge haben, denn dann braucht ihr weniger Mats. Wichtig an der Stelle ist, wenn ihr diese höheren Ränge kaufen wollt, dann braucht ihr Ehrenabzeichen. Und diese Ehrenabzeichen, die bekommt ihr von verschiedenen Aktivitäten im PvP oder im Moment kann ich euch raten, gibt es dieses Korras Rache, dieses Event hier. Und dann gibt es eine Quest in den Höhlen der Zeit, die ihr annehmen könnt, wo ihr 10 Abzeichen bekommt. Die würde ich mit ein paar Twinks machen, die Marken zusammenschicken und dann könnt ihr quasi die Rezepte hier kaufen für Rang 2 und 3. Es ist quasi so, dass ihr die 370er-Ränge für alle Berufe in Nashyatar bei dem Händler findet, sowohl bei der Horde als auch bei der Allianz. Und für die älteren Sachen, die ihr teilweise zum Skillen braucht, findet ihr es beim PvP-Händler, den ihr quasi einmal bei der Horde, wenn wir jetzt hier mal raus switchen, bei der Horde ist der hier unten der PvP-Händler und bei der Allianz switchen wir mal nochmal ganz kurz auf den Char hier zurück, ist der im Boralos hier in dem Gebäude, da findet ihr quasi die Händler für die älteren Items, also für die 340er Items zum Beispiel, die ihr unter anderem zum Hochskillen braucht. Genau, das ist soweit das, was ich mit Inschriftenkundle mache. Da ist relativ viel. Was ich dann auch noch mache, ist zum Teil die älteren Glyphen herzustellen. Das mache ich jetzt hier auf Blackmoor nicht, aber das mache ich zum Beispiel auf Antonidas und dementsprechend muss man sich die aber farmen. Wir können jetzt mal hier in das normale Menü reingehen und hier schauen. Da gibt es dann Glyphen.
Und die sind aus älteren Tiers, also hier aus Legion oder hier aus Draenor, aus Pandaria. Da gibt es ziemlich viele und die verkaufen sich tatsächlich auch relativ gut. Das Problem ist, die müsste man halt farmen und das habe ich jetzt mit dem neuen Char hier noch nicht gemacht. Mit dem Char, den ich auf Antonidas habe, habe ich die schon alle gefarmt und dementsprechend kann man hier nochmal eine zusätzliche Goldquelle aus alten Items rausziehen. Ist auch recht lukrativ, wenn man das nebenbei ein bisschen bastelt. Vielleicht noch eine wichtige Randinformation, das jetzt noch als letztes. Für diese ganzen Items, wo ihr Expulsum braucht, müsst ihr halt auch schauen, dass ihr dieses ran schaffen könnt. Und dahingehend solltet ihr euch einen Schneiderchar basteln und dann ja diese Handgelenke basteln, die man als Schneider herstellen kann. Die kann ich jetzt hier auch nochmal kurz zeigen. Und zwar sind das, na, hier haben wir sie, die kosten 10 von diesem Leinenstoff, gistverderbten Leinenstoff da. Und ja, dann könnt ihr diese Handgelenke bauen, die könnt ihr bei dieser Expulsumpresse, die sich als Hordler unten befindet, beziehungsweise als Allianzler direkt oben im Hafenbereich, könnt ihr die klein machen und kriegt dieses Expulsum. Das könnt ihr quasi endlos basteln. Die Leinen kauft ihr euch einfach im Auktionshaus. Die sind relativ günstig, um die 2 Gold kostet da eins rum. Genau, und dann kriegt ihr unendlich Expulsum raus und könnt die Items herstellen. Das ist dann halt wichtig für alle weiteren Berufe. Gut, so viel zum Vorgeplänkel. Das war jetzt ziemlich viel. Die anderen Berufe kriegen wir ein bisschen schneller runtergerankt. Den zweitbesten Beruf würde ich behaupten, ist Schmied. Und zwar können wir da mal reinschauen. Das sind jetzt die Schmiede-Items und auch ein paar Leder-Items, die ich jetzt über die Woche verkauft habe. Ihr seht, da sind noch ein paar weitere Aktionen. Also es wird wahrscheinlich noch mehr als das Doppelte sein, was ich hier rausziehe. Und was können wir da verkaufen? Und zwar schauen wir einmal in den Beruf rein. Auch hier ist es so, dass wir 370er-Items verkaufen. Und zwar ist das das komplette 370er Loot-Geschichte. Das sind einmal Gürtel, dann Hände kann man basteln, Schuhe, Hose und dann noch Handgelenke. Zudem gibt es hier noch eine Schildhand, die man basteln kann. Und was ich dann auch noch empfehlen kann und wo ihr vor allem gut Gold macht, sind die Waffen. Ja, man kann hier quasi verschiedene 370er Waffen bauen und komischerweise verkaufen sich die sehr gut, obwohl man, ja, wenn man nach Nasjatar reingeht, am Anfang direkt eine 370er Waffe kriegt, aber dennoch kaufen die Leute das Zeug wie blöd und lasst euch hier nicht irritieren, die Preise sind teilweise höher. Das hier werden nur die Minimalpreise angezeigt, denn die Geschichte ist, die Waffen können mit verschiedenen Stats procken. Ne? Ihr stellt ihr eine Waffe her und die können dann mit Crit Mastery procken, Crit Versa oder so und manche von denen sind richtig Gold wert, ja, und da verdient ihr teilweise relativ große Summen und ja. Manche, zum Beispiel, ach nee, hier habe ich Naxi verkauft, aber hier haben wir zum Beispiel, habe ich einen Stiefel für 9000 Gold verkauft, also ein Stiefel, wo ich halt Investitionskosten von 500, 600 Gold habe. Hier haben wir noch Plattenstulpen für 9500. Wenn dann halt teilweise welche auf gute Stats rollen, sind die Sachen wesentlich mehr wert, als man im Addon jetzt sehen kann, weil da werden eher die niedrigen Preise angezeigt. Genau, deswegen Schmied meine ich, dass der zweitbeste Beruf ist, zumindest auf den Servern, die ich bespiele. Dann das nächste, was wir haben, ist quasi hier. Jetzt schalten wir mal einmal auf das Menü um, dass ihr das nochmal anders seht. Ist hier Lederer. Da könnt ihr auch selbiges wieder herstellen: auch wieder Handgelenke, Hose, Hände, Gürtel und auch die Stiefel. Auch alles wieder 370er Gear. Wie gesagt, in Nasjatar könnt ihr dann die Pläne holen. Sobald ihr über den 150er Score seid, könnt ihr anfangen, euch da die Pläne zu holen und das Zeug zu lernen. Was dann noch zusätzlich geht, ist quasi das Lederer selbiges nochmal als, ja, selbiges nochmal als Kettengear. Verkauft sich auch ähnlich gut. Was ihr dann noch machen könnt, sind hier die Bögen herzustellen. Es gibt hier auch wieder verschiedene quasi Item-Level-Stufen. Ich würde euch empfehlen, hier die 370er herzustellen. Jetzt können wir mal gucken, wo die im Moment bei mir stehen von der Gewinnspanne her. Das ist das Kettenzeug. Jetzt müssen wir noch ein bisschen runter. Ja, hier, also ein Gewinn von 2200 habe ich hier durchbogen. Die werden tatsächlich nicht so oft verkauft, aber ab und an kriegt man welche weg. Und zusätzlich, was man dann noch machen kann, ist hier dieses Reitgeschirr. Das verkauft sich auch ab und an mal. Und dann kann man theoretisch noch Drums herstellen. Bei mir sind die jetzt hier nicht sonderlich viel wert. Und ja, wenn man dann noch einen Haufen von den Haufen Expulsum rein investieren will, kann man sich theoretisch noch diese Anhängerausrüstung herstellen. Mache ich tatsächlich nicht, weil 30 Expulsum ist schon sehr viel und muss immer auch die Zeit rein werten, die man natürlich braucht, um Expulsum zu schaffeln. Ja? Das ist auch immer so eine Sache. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den vierten Beruf an. Und zwar ist der vierte Beruf im Schneider.
Und hier ist es das gleiche wie bei den anderen beiden Crafting-Berufen auch schon. 370er Gear herstellen. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr als Schneider noch ein paar andere Sachen basteln. Und zwar sind es auch hier unten, könnt ihr theoretisch diese Items noch bauen, wo man hier so Schlachtflaggen hat. Naja, bei mir lohnen sich die, wie ihr seht, nicht. Oder dieses sonstige Zeug, wo man so Netze bauen kann. Die sind tatsächlich im Plusbereich und die braucht man dann teilweise, um bestimmte Items mit anderen Berufen craften zu können. Deswegen kann sich das rentieren. Hauptsächlich baue ich aber tatsächlich das Gear mit dem Char. So, ich würde jetzt sagen, schauen wir noch einmal jetzt in Nasjatar vorbei, wo ihr die Pläne bekommt. Und zwar können wir das jetzt einmal als Hordler bzw. als Allianzler machen. Wenn ihr hier nach Nasjatar geht, gibt es nämlich jeweils einen PvP-Händler. Und zwar, klar, habt ihr an der Seite hier die. Halt, jetzt bin ich falsch, doch da hinten. Hier in der Runde haben wir die Craft-Lehrer dran. Und dann gibt es immer wieder einmal bei der Horde hier diesen Händler. Der verkauft uns quasi die ganzen Rang 2 und Rang 3 Rezepte für alle Berufe tatsächlich. Also ihr seht, ihr braucht jede Menge von den Ehrenabzeichen. Ich habe mir das mal durchgerechnet. Wenn ihr für alle Berufe die Pläne kauft, braucht ihr, glaube ich, fast 200 Ehrenabzeichen. Heißt, da müsst ihr dann doch einiges basteln. Ja? Also dahingehend, wenn ihr mit Berufen einsteigen wollt, ist dann doch ein bisschen was zu tun. Übrigens mit Patch 8.3 gibt es die gleichen Sachen, die man jetzt craften kann, alle auch nochmal, bloß 30 Item-Level höher, sprich nicht mehr 370, sondern alle 400 Item-Level, kosten auch wieder Ehrenabzeichen. Die Rezepte kann man dann in Boralus kaufen beim PvP-Händler, da setzen sie dann einfach nur nochmal einen neuen Händler hin. Und ja, das kann ich euch auch kurz zeigen. Wir fliegen jetzt einmal rüber und dann werden wir auch mit den anderen Berufen noch weitermachen. Und zwar ist da hinten ja der PvP-Händler bei der Allianz, wo man die Low-Sachen kaufen kann. Im Moment ist quasi, nee, nicht bei dem hier, sondern bei dem die ganzen Rezepte, ne? Das sind jetzt die 300er und 340er Rezepte, kann man im Moment bei dem kaufen. Und ich habe auf dem PTR schon geguckt, hier hinten, wo ich jetzt springe, steht dann der Händler für die 400er Items, ne? Also, ja, man hat dann einfach da nochmal einen neuen Händler. So einfach ist es. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir noch auf die anderen Berufe ein auf VZ, Juve, Ingi und Alchi und ehrlich gesagt sind die nicht so gewinnbringend. Wir haben das Problem, dass also VZ würde ich jetzt mal als nächsten Beruf noch aufzählen, mit dem man Gold machen kann. Das Problem auf den meisten Servern ist es leider so, dass halt, jetzt sind wir auf dem falschen Account, ich muss einmal rüber switchen. Dass da sehr, sehr viel Konkurrenz ist und die Gewinnspannen minimalst klein sind. Ich kann euch sagen, bei VZ alle möglichen Verzauberungen herzustellen, sowohl auf Blackmoor als auf Antonidas, also auf den zwei Servern habe ich geguckt, macht man quasi mit den VZs, wenn man sie im Auktionshaus verkauft, keinerlei Plus. Vielleicht mit einzelnen Verzauberungen und ihr müsst rechnen, ihr braucht dann jeweils noch die Rang 3 Essenz, wo ihr bestimmten Ruf bei verschiedenen Fraktionen braucht und das ist natürlich ein langer Grind. Ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Char auf Blackmoor, weil ich da mit dem vorher geradet habe, tatsächlich auch einige Rang 3 Rezepte und selbst da lohnt es sich nicht, mit diesem Char die Sachen herzustellen, weil einfach der Einkaufspreis, also wenn man die Mats direkt im AH kaufen würde, zu gering ist. Deswegen mache ich mit VZ relativ wenig. Ich stelle hauptsächlich die Zauberstäbe her und auch da kann man sich nämlich 370er Item Level Gear bauen. Jetzt können wir da einmal kurz reinschauen. Jetzt machen wir hier mal VZ auf. Und zwar, was ihr bauen könnt, ist. Halt, wo sind wir jetzt? Hier Zandala. Hier die Waffe. Nee, das war's nicht. Zauberstäbe, Haustiere. Bisschen unübersichtlich. Ah, genau, hier unten Zauberstäbe. Das brauchen wir. Die könnt ihr herstellen. Die verkaufen sich auch einigermaßen okay. Ist auch ein 370er Gear und funktioniert auch komplett genauso wie die anderen Sachen. Was ich nicht so empfehlen kann, sind die Verzauberungen hier. Ihr seht hier sehr, sehr viel Rot bei mir, obwohl ich überall die Rang 3 sende. Gut, hier jetzt nicht, aber bei den allermeisten habe ich die Rang 3 Geschichten. Heißt, da müsst ihr überall Ruf haben. Und die einzigen Sachen, die hier ein bisschen im Plusbereich sind, sind hier oben die Ring-VZs. Das Problem ist aber, die schwanken sehr stark. Teilweise ist bei mir hier alles rot oder es ist mal
gering im Plus. Und ihr seht hier 58 Gold, 36 Gold. Hier, komischerweise, das ist jetzt gerade ganz gut im Plus. Da werden wir jetzt gleich mal ein paar herstellen, wie ich gerade sehe. Aber in den meisten Fällen sieht es hier schlecht aus. Und wenn ihr die Rang 3 Essenz nicht habt, also quasi nicht in Nasjatar die Fraktion mit dem Char auf Ehrfürchtig habt, könnt ihr das gleich vergessen. Deswegen auf meinem Antoninas Char stelle ich gar keine Verzauberungen her. Da bastle ich wirklich tatsächlich nur die Zauberstäbe auf dem Char hier auf Blackmore, wo ich halt auch ein bisschen den Ruf habe. Dort bastle ich ab und an die Verzauberungen, wenn es lohnt. Was sich aber definitiv lohnt, ist die Questreihe hier zu machen. Das könnt ihr mit einem 150er BFA-Skill schon bauen. Und zwar müsst ihr da einfach eine Questreihe, die dauert eine halbe, dreiviertel Stunde, basteln, kriegt dann dieses Item. Und wenn ihr dann Sachen disst, bekommt ihr mehr Mats raus. Heißt, aus grünen Items könnt ihr dann auch blaue Splitter rauskriegen, aus blauen Items könnt ihr dann auch Epic-Splitter rauskriegen. Und da ihr ja eh für eure ganzen Berufe Expulsum schaffeln müsst, heißt, diese Armschienen baut, tut ihr nur die grünen Armschienen in den Schredder rein und dementsprechend die blauen disst ihr alle und kriegt dann teilweise viele blaue Splitter und auch zusätzlich Epic-Splitter rein. Und so könnt ihr über VZ tatsächlich auch relativ gut Gold machen, weil die Sachen sind gut was wert. Hier auf Blackmon kriege ich teilweise 200 Gold für so einen Epic-Splitter. Und so eine Handgelenk kostet mich 20 Gold herzustellen. Wenn dann Epic-Splitter und zwei blaue rauskommen, dann habe ich das Zehnfache an Gold wieder plus gemacht. Alleine durchs quasi Dissen dieser Sachen. Also das lohnt sich dann tatsächlich, sobald ihr euch diese Route hier holt. Dann gehen wir weiter im Text, und zwar das nächste nach VZ ist, würde ich sagen, ist Juve-Inji. Die beiden Berufe sind beide auch nicht sonderlich lukrativ. Wir können jetzt hier mal nebenbei bei Inji reingucken. Das Problem ist, fast alles, was ein Inji herstellen kann, kann auch nur ein Inji benutzen. Dementsprechend verkauft er das Zeug relativ schlecht, weil die Leute, die es benutzen können, können es halt auch dementsprechend selber herstellen. Deswegen macht es halt wenig Sinn. Und ihr seht hier schon fast alles rot. Es gibt hier so ein paar Sachen, die sich rentieren würden, aber die auch nur relativ kleine Gewinnspannen haben. Und so das Große, was ich mit Inji mache, ist eigentlich diese 370er Waffen herstellen. Ja? Auch da braucht man wieder die Ehrenabzeichen in Nasjatar, dass man sich das Zeug herstellen kann. Ist aber eine relativ kleine Gewinnspanne und Schusswaffen benutzen eigentlich bloß im großen Teil Hunter. Deswegen ist der Absatz auch nicht sonderlich gewalttätig oder nicht sonderlich gewaltig, so rum, nicht gewalttätig. Und dementsprechend ist halt Inji ein relativ schlechter Beruf, um Gold zu machen. Das Einzige, was einigermaßen okay ist, ist ein Mount, was ihr euch herstellen könnt. Und zwar hier dieser Mechamogul MK2. Dafür bräucht ihr aber ein Rezept. Und zwar droppt das in Motherload oder Riesenflöz im Deutschen genannt, und da könnt ihr dann quasi dieses Mount so oft herstellen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt immer wieder Motherload-Runs machen. Das könnt ihr mittlerweile sogar im Normal-Mode machen. Ihr braucht dafür aber so einen Inji-Helm, deswegen habe ich den mit dem Char tatsächlich auch immer auf, dass ich es nicht vergesse. Und dann kriegt ihr beim Endboss relativ viele von diesen Mats raus und müsst halt immer und immer wieder diesen Run laufen. Und es gibt auch ein Item, was ihr euch da kaufen könnt, aber da habe ich auch schon mal ein Video-Guide zu dem Mount gemacht. Ja, das könnt ihr euch dann herstellen und das ins Aha hauen. Und das ist, ja, so je nach EU-Server ist es zwischen 100 und 150k eigentlich wert. Ja. Und damit kann man tatsächlich ein bisschen Gold machen. Die normalen Sachen über Inji sind eher schlecht, deswegen habe ich jetzt relativ weit unten gerankt, so wie Juve an sich auch. Genau, also wenn ihr euch da quasi für interessiert, wie das mit dem Inji-Mount läuft, schaut einfach in den Mount-Guide rein, den ich letztens, schon ein bisschen her, erstellt habe. Da zeige ich auch, wo ihr quasi die jeweiligen Items für herkriegt. Wie gesagt, da gibt es halt auch so einen Goblin, der dann drin steht, der verkauft euch einen Teil, das kostet nämlich 30.000 Gold. Und die müsst ihr halt dann tatsächlich auch investieren. Ne? Also von den Gewinn, den ihr habt, müsst ihr die 30.000 abziehen. Das sind halt die Fixkosten, blöderweise. Das ist, ja. Und es gibt dann noch zwei andere Sachen für Inji. Und zwar aus Mechagon gibt es einen Teil von diesem Flugboot. Und beim Schmied gibt es auch einen Teil. Aber da muss man halt auch den Job kriegen. Und tatsächlich habe ich mit meinem Main, beziehungsweise mit dem Horden-Main, noch keins von diesen Teilen gekriegt. Ich war einige Male Mechagon drin, habe die nicht gekriegt und konnte leider dieses Flugboot bis jetzt auch nicht herstellen. Ich kann euch das einmal kurz zeigen. Flugboot oder Schiff oder irgendwie so. Na, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall, ja, kriegst du es auch für 60-70k verkauft. Ne? Also overall, dieses Ding kann sich auch lohnen, aber die Dropchance von den Rezepten ist halt relativ schlecht.
So, dann gucken wir Juve rein. Das würde ich etwa so werten von der, ja, von dem, was man verkauft, wie Inji. Nicht sonderlich hoch. Hier ist es aber so, dass ihr nur ein 370er-Item herstellen könnt und das ist hier der Stab. Und bei dem haben wir das Problem, dass der relativ hohe Kosten hat und dass der so gut wie nicht verkauft wird. Ihr habt nämlich einen Stab quasi für Caster, den ihr, wo ihr schon mal Anschaffungskosten von 5.000 bis 10.000 Gold habt, je nachdem wie hoch quasi die Preise von den Steinen hier sind. Und dann müsst ihr den halt für 15k verkaufen, dass ihr im Plusbereich seid. Das Problem ist, man kann sich halt für wesentlich geringere Summen eine Schildhand und eine Waffe von den anderen Berufen kaufen, deswegen kauft so gut wie keiner diesen blöden Stab. Ich habe den einmal hergestellt, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mittlerweile verkauft habe. Doch, ich habe einen verkauft von diesem Stab. Ja. Ich würde es euch abraten, diese Stäbe herzustellen, dann macht ihr lieber die anderen Items bei den anderen Berufen. Das ist tatsächlich nicht wirklich wert. Das einzige andere, was ihr mit Juve großartig herstellen könnt, sind Ringe. Und zwar 300er Ringe, beziehungsweise die rollen auf 310 tatsächlich hoch. Und die verkaufen sich nicht für sonderlich viel. Für, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 900 und 2000 Gold verkaufen sich die. Haben auch nicht so hohe Anschaffungskosten, sind so 400, 500 Gold, was man braucht. Sind hier nur ein paar Sturmsilbererz. Einen von diesen Gems und dann ein bisschen Expulsum. Über das kann man noch ein bisschen Gold machen tatsächlich. Das ist aber sind keine Riesengewinnspannen. Und das ganze restliche Zeug kannst du vergessen. Also alle Steine, ihr seht hier, die sind alle im Minusbereich, die sind, kosten alle so gut wie gar nichts. Deswegen ist Juve leider ein bisschen tot. Und ja, das Einzige, was ich euch wirklich empfehlen kann, sind diese Low-Ringe. Und die werden tatsächlich ab und an gekauft, aber ihr müsst euch selber denken, wer will denn einen 310er Ring, ne? Das sind halt wirklich die neuen Twinks, die schnell irgendein Item brauchen. Genau. Deswegen ist es leider auch nicht sonderlich lukrativ, das hier zu machen. Und dann fehlen uns eigentlich bloß noch drei Main-Berufe. Und zwar Alchi, Kräuterkunde und Bergbau ist es an der Stelle noch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, hier habe ich noch Alchi. Zu Kräuterkunde und Bergbau kann ich euch sagen, dass ich die jetzt hier aus der Rechnung ein bisschen rausnehme. Es sind beides Berufe, wo ihr quasi Sachen sammeln müsst. Und da kann ich sagen, vor allem auf größeren Servern ist da Konkurrenz teilweise so groß, dass ihr kaum Gold macht, dass ihr vielleicht 10k Gold in der Stunde macht und das lohnt sich nicht. Ich persönlich habe es zwar jetzt einmal hochgeskillt, Kräuterkunde und Bergbau, betreibe es aber nicht aktiv, weil es sich für mich nicht lohnt. Das würde erst in den lohnenswerten Bereich gehen, wenn ihr vielleicht Multiboxt, also mit 5 oder mit 2, 3, 4, 5 Accounts gleichzeitig das macht, dann kann sich das rentieren. Aber jetzt in dem Bereich mit einem Account, wo ich das mache, kriegst du 10k Gold, wenn es gut läuft, vielleicht 15k Gold die Stunde und da ist mir ehrlich gesagt die Zeit zu schade. So, dann gucken wir jetzt hier noch rein. Genau, mit dem verkaufe ich, wie ihr seht, auch verschiedene Items über Inschriftenkunde. Um das soll es jetzt aber nicht gehen, das hat man es vorher schon anguckt. Wir gucken jetzt hier nochmal rein bei ja, Alchemie. Und hier seht ihr, auch hier sind viele Sachen sehr, sehr schlecht. Und im Minusbereich liegt einfach daran, dass man für einiges auch das Rang 3-Rezept braucht. Und hier seht ihr, sind auch alle großen Fläschchen, die man aktuell vielleicht denkt, dass man sie noch verkauft. Hier 300 Gold im Minus. Also wenn ich eins herstelle, habe ich 300 Gold Minus. Jetzt ist es aber so, dass ich hier das Rang 3-Ding nicht habe. Und sobald ihr Rang 3 habt, ist es bei Alchi so, dass ihr Multiprox kriegen könnt. Also dass ihr nicht nur eine Flask rauskriegt, sondern zum Beispiel gleich 3, 4, 10 Flasks. Und dann wird es hier natürlich interessant. Solange ihr das aber nicht habt, ist es uninteressant. Und wo kriegt ihr jetzt diese Rezepte her? Und zwar braucht ihr hier gewisse Arbeitsaufträge in Nasjatar. Und dann, wenn ihr diese Arbeitsaufträge habt, die sind quasi einfach hier haben wir gerade einen Arbeitsauftrag. Ah, schau mal, da haben wir zum Beispiel gerade so eine Geschichte. Dann können wir das Rang 3 Rezept holen und dann kann sich Alchi lohnen, aber auch nur dann. Sonst macht ihr leider bei allem miese und es lohnt sich leider nicht wirklich. Deswegen tue ich Alchi auch relativ low ranken, weil ihr halt eine gewisse Zugangsbeschränkung habt. Ja? Und für viele andere Sachen wie Pots braucht ihr blöderweise auch Widerruf. Und da wird es dann halt auch blöd. Ihr seht zum Beispiel hier, für diesen Pot brauchen wir die Ankohana auf respektvoll.
Hier brauchen wir auch Anquan auf respektvoll. Operation Mechagon gibt es hier zum Beispiel einen Drop. Also heißt, dafür müsst ihr auch wieder gewisse Sachen machen und auf einem Twink will man das vielleicht nicht unbedingt machen, weil der auch kein Gear hat oder man da nicht die Zeit investieren will. Okay, das war's soweit. Jetzt vielleicht nochmal zum Schluss, dass ihr es vielleicht nochmal so im Gedächtnis habt, was ich vorschlagen würde. Also Inschriftenkunde auf 1, Schmied auf 2, Leder auf 3, Schneider auf 4, VZ auf 5, Juwe auf 6, Ingi auf 7, Alchi auf 8 und dann 9 und 10, Kräuterkunde, Bergbau, so vom Ranking her, was sich vom Zeit-Nutzen-Aufwand am besten gestaltet. Dann gibt es ja noch Sekundärberufe, da kann ich lediglich Bergbau, hätte ich jetzt fast gesagt, lediglich Koch empfehlen, dass man da ein bisschen was guckt, aber ehrlich gesagt, große Würfe macht ihr da nicht. Das Feast ist ein bisschen was wert, da hatte ich ja schon mal in meinem anderen Video zu den Parts ein bisschen was erklärt, dass ihr da Gold machen könnt. Da würde ich aber auch nur mit dem Main die Finger reinstecken, weil da braucht halt auch wieder Ruf, um euch gewisse Sachen kaufen zu können. Deswegen gehen wir jetzt da drauf, nicht im Detail. Gut, das war so eine kleine Übersicht. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Ich werde demnächst noch ein Video zu den Ehrenabzeichen machen, wie man die am besten farmt. Und zum Expulsum Shuffle habe ich schon extra ein Video gemacht. Das werde ich euch einmal verlinken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.